Jeder fünfte Apfel in Deutschland, der über die Ladentheke geht, der kommt von Elbeobst. Und deswegen sind wir heute mal dort vor Ort im Packzentrum und schauen mal zusammen, wie die Äpfel hier versandfertig gemacht werden. Ja, wir sind jetzt hier drin im Verpackungslager des Packhauses von Elbe Obst und neben mir steht der Leiter des Marketings, Herr Jens Andersson. Herr Andersson, was passiert denn hier mit den Äpfeln, die vom Erzeuger direkt herkommen? Ja, die Äpfel werden in 300 Kilo Boxen in Erntegroßkisten angeliefert, durchlaufen dann zunächst eine Wareneingangskontrolle und werden dann bei 4 Grad Celsius zwischengelagert. Okay. Dann wird nach und nach die Erntegroßkiste dem Packhaus zugeführt. Okay, und dieser Zuführungsprozess, wie stellt er sich dar? Die Erntegroßkiste wird in ein Wasserbad getaucht. Okay. Somit bleiben die Äpfel dann oben schwimmen und werden schonend zur Packlinie zugeführt. Okay. Dann haben wir gesehen, kommt der Apfel wieder ins Trockene. Was passiert weiterhin mit ihm? Ja, wir haben hier zahlreiche Packlinien im Packhaus. Zum Beispiel Foodtainer-Linien, Linien für Liegeware, Linien für Taschenware und für Netze. Jetzt haben wir also gehört, dass die Verpackungslinien, also der Prozess, sehr stark davon abhängig ist, wie die Zielverpackung ist. Jetzt mal beispielhaft, wie sieht es aus bei diesen, die zu 6 Äpfeln verpackt werden? Ja, das sind die sogenannten Foodtainer. Die gibt es mit 4, 6 oder 8 Äpfeln. Dabei kommt die Schale von unten. Die Äpfel werden von oben zugeführt. Danach drehen die Mitarbeiter die Äpfel nochmal schön hin. Und dann erfolgt die Folierung und die Etikettierung und zum Schluss dann die automatische Palettisierung. Ja, das war's mit Stopp 12 hier bei Elbe Obst. Ich fand es interessant zu sehen, wie hochautomatisiert der ganze Prozess abläuft und wie schonend die Ware behandelt wird. Sehr interessant. Ich bleibe morgen im alten Land und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.